Hallo Investoren, hallo Trader, herzlich willkommen zu unserem Format der Aktienscreener. Ja, heute geht es um die Top-Dividendenaktie Nummer 1, die aus einer bedeutsamen Base ausbricht. Ja, der Trader Fox Dividendencheck, der weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum, festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividendenportfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividendencheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip, eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als zum Beispiel 65% aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Wie ich auf das heutige Unternehmen, das sich aktuell auf Platz 1 befindet, aufmerksam wurde, das zeige ich euch jetzt. Ja, wie immer weise ich darauf hin, dass es sich im Beitrag nur um meine eigene Meinung handelt und ich keine Aktien oder sonstigen Finanzprodukte zum Kauf oder Verkauf empfehle. Ja, nachdem ich mich wie immer bei traderfox.de angemeldet habe, gehe ich auf das Tool Aktien Rankings. Ja, ich zeige euch auch mal unsere anderen Tools. Ihr seht schon, es gibt ja hier schon eine wirklich große Auswahl. Das Tool Aktienrankings ist hier eingestellt. Ich bin auch schon angemeldet. Ja, die Grundlage dieses Tools ist die Datenbank von Morningstar. Über 15.000 in Europa und in den USA gelistete Aktien können damit untersucht werden. Das Tool, das ist ja Teil des Abo-Paketes TraderFox Morningstar Datenpaket und das gibt es für 19 Euro im Monat. Infos dazu findet ihr unter dem oben eingeblendeten Link. Ja, ihr seht schon hier unsere verschiedenen Templates, zu den verschiedenen Anlagestrategien. Ja, und wir haben ja inzwischen hier 4 Scoring-Systeme. Die habe ich auch schon in den letzten Videos mal vorgestellt, zum Beispiel letzte Woche der Big Call, ja dann die Qualitätscheck für Aktien, Wachstumscheck für Aktien und den Dividendencheck für Aktien. Genau den schauen wir uns heute mal genauer an. Ihr seht hier auch eine Beschreibung. Und wenn ich jetzt mal hier auf Laden gehe, ich kann es mal machen, dann seht ihr auch schon, ja, es ist hier nicht so viel voreingestellt. Ihr könnt natürlich auch immer selbst hier das Universum verändern oder auch die Kriterien verändern, hinzufügen, wegmachen, wie ihr das wünscht. Technisch haben wir hier Abstand von hoch. Und fundamental eben den Dividendencheck. Ja, und das war es eigentlich schon. Es dauert heute, glaube ich, ein bisschen, bis hier die Aktien gescreent wurden. Ja, am Wochenende ist es meistens auch so, dass es sehr lange dauert. Ich glaube, das liegt einfach auch daran, wer gerade oder wie viele Leute gerade hier Zugriff haben wollen. Aber ihr seht schon, ja, es ging jetzt dann doch relativ schnell. Es wurde hier eben gerankt nach dem Gesamtscore, der maximal 100 betragen kann. Und wir gehen jetzt heute einfach hier mal auf die Profil-View. Das sieht man ja auch dann immer ganz schön, naja, wenn es denn lädt, den Chart. Genau, und ihr seht, auf Platz 1 befindet sich aktuell die Allstate. Ja, und dieses Unternehmen werden wir uns heute auch anschauen. Was ganz interessant ist, wenn man hier so die Liste durchgeht, ihr seht es selbst, ganz, ganz viele Unternehmen kommen aus dem Bereich Financial Services aktuell. Ja, und das ist natürlich auch immer ein gutes Zeichen, wenn so eine ganze Branche, ein ganzer Sektor hier nach oben gezogen wird. So, aber dann fangen wir auch schon mal mit The Allstate an. Bei dem Unternehmen, da handelt es sich um ein führendes Versicherungsunternehmen, das im Privatkundengeschäft vornehmlich in den USA tätig ist. Das Unternehmen, das wurde 1931 gegründet und bezeichnet sich selbst als der landesweit größte börsennotierte Versicherer für Privatversicherungen in den USA. Der Marktanteil beträgt rund 10% bei Privatkunden. Die Geschäfte, die werden hauptsächlich über ein Netzwerk von Exklusivagenturen abgewickelt. Man hat aber auch ein Multi-Access
Distributionsmodell implementiert, das es den Kunden ermöglicht, Firmenprodukte nicht über Agenturen, sondern über das Internet, per Telefon oder über das sogenannte The Good Hands Network zu erwerben. Allstate bietet eine breite Palette von Schutzprodukten über mehrere Marken und verschiedene Vertriebskanäle an, sind eben Auto, Haus, Lebensversicherungen, aber auch viele andere. Ja, und Marken sind beispielsweise Assurance, Allstate oder Encompass. Allstate ist weithin bekannt durch den Slogan You are in good hands with Allstate. Ja, und die Marktkapitalisierung, die beträgt aktuell 40 Milliarden US-Dollar. Ja, wie ihr seht, der Sektor Financial Services und wie ich schon gesagt habe, es handelt sich hier um die Versicherungsbranche. Das Unternehmen, das konnte den Gesamtbestand an Versicherungspolicen im Jahr 2021 year over year um satte 9,8% auf 190,9 Millionen US-Dollar steigern, zusammen mit einer Verdoppelung der Nettokapitalerträge auf 3,3 Milliarden US-Dollar im Laufe des letzten Jahres, führte dies dazu, dass der Umsatz von The Allstate im Jahresvergleich um 20,7% auf 50,59 Milliarden US-Dollar stieg. Der weitaus größte Anteil mit 95%, der wird dabei im Bereich Sachversicherungen erwirtschaftet, worunter eben die Kfz- oder die Haftpflichtversicherungen fallen. Etwa 4,2% entfallen auf die Lebensversicherungen. Ja, und mit knapp 96% wird der größte Umsatz in den USA gemacht. Das Unternehmen, das ist ein sogenannter Captive Agency Writer. Ja, und das bedeutet, dass die Geschäfte hauptsächlich eben über ein Netzwerk von Exklusivagenturen abgewickelt werden. Man hat aber jetzt auch ein Multi-Access-Distributionsmodell implementiert, das es den Kunden eben ermöglicht, Firmenprodukte, wie ich ja auch schon gesagt habe, eben über das Internet, über das Telefon zu erwerben, ja, was eben auch die Margen steigern sollte. Die private Haftpflichtversicherung, die ist bei Weitem da das profitabelste Geschäft von The Allstate, und das Unternehmen, das hat stark in den letzten Jahren in Technologien investiert, um das Risikomanagement und damit zusätzlich auch die Rentabilität zu verbessern. Aktuell wird ein digitales Geschäftsmodell aufgebaut, um erschwingliche, einfache und vernetzte Versicherungslösungen anbieten zu können und gleichzeitig die bestehenden Stärken zu nutzen. Um die Produkte erschwinglicher zu machen, hat das Unternehmen zudem daran gearbeitet, die Kosten zu senken. Ja, und zeitgleich wurde die Belegschaft um 9% reduziert. Im Januar letzten Jahres schloss The Allstate den Kauf vom Versicherer National General für 4 Milliarden US-Dollar ab, was dem Unternehmen den Zugang zum Netzwerk von National General mit rund 42.300 unabhängigen Agenten für Schadens- und Unfallprodukte eröffnete. Ja, also es ist schon eine ganze Menge. Die Übernahme, die dürfte sich in Zukunft auch als ein wichtiger Motor für das Umsatzwachstum erweisen, wobei National General als unabhängige Vermittlerplattform weiter agieren soll. Ja, schauen wir doch mal auf den Dividendencheck. Nach dem Trader Fox Dividendencheck befindet sich das Unternehmen aktuell auf Platz 1. Ja, und nicht umsonst kommt es damit auf 15 von 15 möglichen Punkten. Die Dividendenrendite, die liegt aktuell bei 2,4%, also für das aktuell laufende Jahr. Seit 12 Jahren wurde die Dividende ohne Unterbrechung erhöht. Attraktiv ist zudem, dass die Ausschüttungsquote nur bei 30% liegt. Ja, und es bietet eben auch noch viel Spielraum für weitere Erhöhungen. Dabei beträgt das Wachstum der Dividende auf Sicht der letzten 5 Jahre durchschnittlich 20%, und das finde ich also schon sehr attraktiv. Überzeugen kann das Unternehmen mit einem sehr stabilen Umsatzwachstum, wobei das durchschnittliche Umsatzwachstum der letzten 5 Jahre mit 6,5% nicht wirklich hoch ausfällt. Ja, und auch das Gewinnwachstum, das ist mit 1,3% im selben Zeitraum ebenfalls nicht wirklich hoch, hat aber auch im letzten Jahr wieder an Schwung gewonnen. Generell fällt es Schadens- und Unfallversicherern wie
die Allstate schwer, einen wirtschaftlichen Schutzgraben aufzubauen, weil einfach ja, der Wettbewerb schon sehr hart ist und die Produkte ja nicht unbedingt was Einmaliges sind. Allerdings sollte da schon auch gesehen werden, dass das Unternehmen ein gut diversifiziertes Versicherungsportfolio mit starken Marken aufweist und von seiner defensiven Position durch ein gutes Netzwerk von Kernvertriebskanälen und festen Kundenbeziehungen profitiert. Ja, zuletzt hat das Unternehmen als Strategie eine Erhöhung des Marktanteils in der privaten Sachversicherung ausgegeben, bei gleichzeitiger Ausweitung der Schutzdienstleistungen mit dem Ziel, den Shareholder Value zu steigern. Angepeilt wird dabei ein höheres Wachstum in der Sachversicherung mit attraktiven Renditen durch, ja, das will man mit breiten Kundenzugang und verbesserten Kundennutzen erreichen. Ja, was mir gefällt an die Allstate, das ist, dass die Rentabilität in den letzten Jahren sich stets verbessern konnte und was letztlich da auch dazu geführt hat, dass das Unternehmen eine Menge freien Cashflow generieren kann. So hat es in jedem Jahr des letzten Jahrzehnts einen positiven freien Cashflow erwirtschaftet, der in 2021 7,12 Milliarden US-Dollar betrug, was einer freien Cashflow-Rendite von 20,4% entspricht, die wirklich sehr weit über dem Durchschnitt der Versicherungsbranche liegt, da diese hier nur bei 1% liegt. Ja, dann kommen wir mal noch auf die Rückführung von Barmitteln, auch ein interessanter Punkt. Die Allstate zeichnet sich durch eine starke Kapitalrückzahlungspolitik aus. Während einerseits in das Wachstum investiert wird, wird andererseits den Aktionären Geld in Form von Dividenden, aber auch von Aktienrückkäufen, wie ihr hier sehen könnt, zurückgegeben. Im Jahr 2021 flossen 3,3 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre durch Aktienrückkäufe zurück und 885 Millionen US-Dollar wurden für Dividenden ausgegeben. Im letzten Jahr wurde die Dividende dabei um 50% auf 81 Cent pro Aktie erhöht. Ja, und im letzten Monat erhöhte man die vierteljährliche Dividende dann auch weiter auf 85 Cent pro Aktie. Die Stammaktien, die wurden im letzten Jahr um 7,8% reduziert auf nunmehr 280 Millionen Aktien, wie auch hier zu erkennen ist. Der Buchwert pro Aktie, der liegt aktuell bei 81,50 US-Dollar. Ja, und das aktuelle Rückkaufprogramm, das läuft übrigens noch bis Ende März 2023, also noch ein Jahr, und dürfte die Aktie weiter stützen, da noch 3,3 Milliarden US-Dollar dafür verwendet werden können. So, dann schauen wir uns mal den Branchenvergleich an. Ja, neben der freien Cashflow-Rendite, die, wie schon gesagt, weit über dem Branchendurchschnitt der Versicherungsbranche liegt, schneidet das Unternehmen eben auch bei der Rendite sehr gut ab, beispielsweise bei der Rendite auf das eingesetzte Kapital, also ROIC abgekürzt, ja, und zwar wesentlich besser als die meisten Konkurrenten. Bei The Allstate hat sich das ROIC von 8,2% im Jahr 2016 auf 22,3% in 2021 schon enorm verbessert. In diesem Zeitraum stieg das ROIC der Peer Group von 10% gerade mal auf 12%. Die höhere Rentabilität führt aber dazu, dass mehr Geld übrig bleibt, um in Zukunft bzw. in die Zukunft zu investieren und die Wettbewerbsposition eben weiter zu verteidigen. Auch bei der Marge, da liegt das Unternehmen im Vergleich also ganz gut vorne. Die NOPAT-Marge, also die Marge, die auf dem Nettogewinn nach Abzug der Ertragssteuern basiert, die stieg von 5,1% im Jahr 2016 auf 12,5% im letzten Jahr. Ja, ich habe hier einen kleinen Peer-Group-Vergleich, also es ist ein bisschen schwer zu lesen, aber blau ist die Allstate, rot ist Progressive und grün ist Travelers. Links habt ihr hier in dem Kästchen die Marktkapitalisierung. Dann habt ihr in der Mitte das geometrische Dividendenwachstum und rechts habt ihr die durchschnittliche Vorsteuermarge. Ja, bei der Peer Group, da ist eben mit der Marge das nicht ganz so gut. Da ist die Marge sogar in den letzten 5 Jahren von 12%, also durchschnittlich auf 9%
gefallen. So, jetzt gehen wir mal noch auf die Wachstumsaussichten und die Risiken ein. Wenngleich der Wettbewerb in der Branche eben extrem hart ist, konnte die Allstate über die letzten Jahrzehnte mit starken Marken und festen Kundenbeziehungen durchaus überzeugen, was sich auch in den fundamentalen Kennzahlen, wie wir gerade gesehen haben, widerspiegelt. Neben der Übernahme von National General könnte das Wachstum in den nächsten Jahren vor allem durch neue Innovationen getrieben werden, wobei das Unternehmen über eine starke Innovationsgeschichte verfügt. Aktuell arbeitet das Unternehmen an einer Neuerfindung des Versicherungsschutzes mit digitaler Technologie zur proaktiven Anpassung an sich ändernde Kundenbedürfnisse, wodurch die starke Stellung innerhalb der Branche weiterhin gut verteidigt werden sollte. Ja gut, als mögliches Risiko für das Unternehmen, also muss schon ganz klar gesehen werden, dass die Inflation ja relativ stark angezogen hat. Die Inflationsrate, die ist ja so hoch wie seit 40 Jahren nicht, was die Kosten für Auto- und Hausratsversicherung eben auch weiter in die Höhe treiben wird. Bislang konnte die Allstate die Kosten wunderbar an die Kunden weitergeben, doch zu schnelle Erhöhungen machen die Kunden, denke ich, auf Dauer nicht mit und ja, das könnte dann natürlich erheblich auf die Rentabilität durchschlagen. Im Jahr 2020 profitiert die Allstate vor allem dadurch, dass aufgrund von Corona viele Menschen zu Hause blieben und auch von zu Hause arbeiteten, was zu merklich geringeren Unfällen geführt hatte. Kurzfristig hat das natürlich zu Rentabilitätsgewinnen geführt, doch man muss sich da vor Augen halten, dass ein nachhaltiger Wandel hin zu mehr Heimarbeit, sollte er denn kommen oder bestehen bleiben, langfristig gesehen zu niedrigeren Prämien führen würde. Ja, und ein weiteres Risiko liegt, denke ich mal, im autonomen Fahren. Denn wenngleich selbst fahrende Autos noch lange nicht Alltag sind, sollte man dennoch im Hinterkopf behalten, dass die Entwicklung von selbstfahrenden Fahrzeugen wohl die Häufigkeit von Unfällen deutlich verringern würde, was ebenfalls zu geringeren Prämien führen könnte. Gut, am Schluss gehen wir mal noch auf die Kursentwicklung ein. Die durchschnittliche Performance der letzten 10 Jahre, die betrug bei der Aktie 15,7%. Dabei konnte sie seit 2012 langsam, aber kontinuierlich steigen, wobei im letzten Jahr bei 140 US-Dollar ein neues Allzeithoch erreicht wurde. Anschließend ging die Aktie in eine Konsolidierung über, was unter anderem mit der massiv gestiegenen Unfallhäufigkeit nach der Pandemie zusammenhing. Allerdings bildete die Aktie über das letzte Jahr eine wunderschöne Base aus, die nun, das ist hier die Wochenansicht, nach oben hin verlassen wird. Solche Base Breakouts sind besonders bedeutsam, wenn sie unter erhöhtem Volumen stattfinden und wenn die gesamte Branche mit relativer Stärke überzeugt. Beides ist bei The Allstate aktuell gegeben. Die Aktie bietet sich meines Erachtens für Dividendensammler an und kann als Diversifikation innerhalb der Branche dienen, wenn man also nicht nur auf deutsche Versicherer setzen will. Aufgrund der geringen Volatilität ist sie meines Erachtens aber auch geeignet, um sie mit einem Hebelprodukt zu begleiten. Ja, wir sind am Ende angelangt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben. Darüber freue ich mich wie immer sehr. Ja, und ich wünsche euch jetzt eine erfolgreiche und schöne Woche. Bis zum nächsten Mal, sagt Andreas Haslinger.